Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf meinem Hometrail. Ja, ihr habt es im Intro gesehen, ne? Beim Mountainbiken gehört der ein oder andere Sturz dazu. Deswegen sollte man natürlich eine gewisse Schutzausrüstung tragen. Aus dem Grund habe ich mir letztes Jahr bei Decathlon den ST500 Mountainbike-Helm zugelegt und den möchte ich euch in diesem Video einmal vorstellen und euch auch verraten, warum ich den nicht nochmal kaufen würde. Also, bleibt dran! Dann kommen wir einmal zu den Key Facts von dem Helm. Den Helm bekommt ihr in der Filiale oder online bei Decathlon in einer Preisspanne von 27,99 Euro bis 39,99 Euro. Und der Unterschied macht eigentlich nur die Farbe. Ihr seht, ich habe ihn jetzt hier in weiß in einem Ton. Es gibt ihn aber auch zweifarbig oder einen Knall-Neon-Gelb. Also da habt ihr wirklich eine riesengroße Auswahl und davon ist dann auch der Preis abhängig. Größentechnisch gibt es den in drei Größen. Das ist einmal S, M und L und deckt dann praktisch einen Kopfumfang von 52 bis 62 cm ab und gewichtstechnisch bewegen wir uns da von der kleinsten Größe von 280 Gramm bis zur größten Größe von 370 Gramm. Also das ist auch völlig im Rahmen und auch die Ausstattung ist halt immer die gleiche. Das heißt, wir haben hier vorne einmal das Visier einmal dran, ne, was natürlich uns ein bisschen vor Ästen, Sonne, Dreck und Schmutz ein bisschen schützt. Also das ist halt auch wirklich super. Ansonsten hat der Helm 17 Belüftungsöffnungen. Also da kann ich halt nicht wirklich meckern. Was mir halt negativ aufgefallen ist, da habe ich am Anfang gar nicht drüber nachgedacht, ist, dass der keinen verbauten Insektenschutz hat. Das heißt, mein voriger Helm, das war ein Discounterhelm, wenn ich ehrlich bin, der hatte halt immerhin hier vorne so ein Netz drin, das heißt Mücken und sonstige Insekten, die sind mir nicht immer direkt an den Kopf und in die Haare geflogen, steckten dann hier nicht so fest. Das nervt mich bei dem Helm so ein bisschen, also das ist so ein Punkt, worauf ich jetzt beim nächsten Helm einmal achten würde. Und ansonsten haben wir hier auch einmal eine von den Öffnungen, so eine spezielle Form, da gibt es auch einen Rucksack bei Decathlon, wo man hier so einen Verschluss durchmachen kann, um den an dem Rucksack zu befestigen. Also das finde ich auch wirklich ganz clever gemacht. Ansonsten seht ihr, recht dezent gehalten. Hier einmal Rock Rider und hier vorne ST, so ein kleiner Aufdruck drauf. Also stylisch, wie gesagt, finde ich den ganz cool, denn man muss ja auch halt einen Helm haben, der einem gefällt, damit man den auch wirklich anzieht. Ja, an der Rückseite haben wir hier halt noch so eine Halterung für ein Licht, was man dazu kaufen kann. Bei Decathlon ist das Elops, kostet 15,99 €. Habe ich ehrlich gesagt halt mir nicht zugelegt, aber es wäre halt möglich. Ja, ansonsten hier hinten sehen wir dann einmal direkt halt den 3D-Verstellungsknopf, der uns dann hier das Ganze einmal an die Kopfgröße das Ganze anpassen lässt. Also das funktioniert auch wirklich super und ja, das ist auch recht groß. Ihr seht bei mir, ich habe halt kurze Haare, da habe ich halt keine Probleme. Hier hinten an dem Helm ist aber auch eine Ausbuchtung, das heißt für Langhaarträger, wenn da einen Pferdeschwanz habt, könnte man den hier durchführen, wäre also auch gar kein Thema. Ja, innen hier am Helm hat mir besonders gut gefallen, das hatte ich bei dem vorigen Helm halt nicht, dass hier einmal auch so eine Schutzschicht über das Styropor aufgetragen ist. Das heißt, ich habe mit dem Helm halt schon wirklich viele Touren gemacht im Auto, einfach reingedonnert und er verzeiht einem ziemlich viel. Also ich habe den jetzt fürs Video auch nicht extra sauber gemacht. Man sieht halt schon, dass er so ein bisschen gelitten hat. Das sind jetzt weniger Stürze, sonst hätte ich den natürlich schon ausgetauscht als mehr irgendwelche Transportschäden oder wenn ich den abgelegt oder mal abgeworfen habe. Aber hier an der Seite der Styropor ist extra auch noch mal mit so einer Schutzschicht überzogen. Das fand ich halt auf der einen Seite halt schon mal super. Und hier innen seht ihr, das liegt das natürlich blank. Ansonsten hier vorne so ein Schaumstoffteil, das kann man halt abnehmen. Das ist mit Klett einmal versehen. Das kann man halt waschen und auch nachkaufen, nachbestellen, falls es mal abhanden oder verloren und kaputt gehen sollte. Ansonsten ist der Helm hier vorne einmal mit so einem klassischen Klickverschluss versehen. Also jetzt nicht mit so einem Magnet oder so, aber das sitzt halt auch wirklich super am Kopf. Ich versuche euch da, wie gesagt, auch mal hier nebenher so ein paar Bilder mit einzublenden in verschiedensten Situationen. Er hat halt wirklich einen super Sitz, ist auch bequem, leicht. Also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Was mich aber halt bei dem Helm halt stört, das war sozusagen mein eigenes Unwissen, also das kann ich dem Helm nicht sozusagen negativ auslegen, sondern dass er keinen Mips hat. Ich habe halt gelernt mittlerweile, dass es da ein besonderes System gibt, nämlich das MIPS. Das heißt, das ist ein spezielles System, was hier in den Helmen nochmal, wenn die es haben, er hat es ja leider nicht, deswegen würde ich den nicht nochmal kaufen, dafür sorgt. Das ist praktisch wie nochmal so eine extra Einlage, die so ein bisschen flexibel hier in dem Helm ist, die, wenn man zum Beispiel mit dem Helm und Kopf über den Boden rutscht, da einen sogenannten Schutz vor diesen Rotationsschäden, Aufschlägen halt bietet.
das dämpft das Ganze halt nochmal und ist halt wirklich nachgewiesen halt wirklich besser. Deswegen würde ich euch auch einen Helm mit MIPS empfehlen. Ich verlinke unter dem Video auch gerne nochmal welche, denn wie gesagt, wenn man das einmal sich ein bisschen eingelesen hat, kann euch das wirklich nur empfehlen. Ich verlinke euch das, wie gesagt, auch mal Helme. Die sind auch nicht viel teurer als jetzt zum Beispiel dieser Helm. Das sind vielleicht nochmal 20 Euro on top. Aber wenn man weiß, dass es halt sowas gibt, dann denke ich, ist es halt auch sinnvoll, in so einen Helm, der das dann hätte und natürlich vielleicht auch so einen Insektenschutz direkt mit an Bord, wäre es sinnig, da das Ganze einmal zu investieren. Ja, ich hoffe, ich konnte euch den Helm so ein bisschen näher bringen, die Vor- und Nachteile einmal aufzeigen. Und ja, er war mir wirklich ein treuer Begleiter bisher, ist auch wirklich angenehm vom Tragen, aber mit den Nachteilen, wie gesagt, einmal dieser fehlende Insektenschutz ist mir persönlich halt wirklich ein bisschen auf den Zeiger gegangen. Und wenn man halt einmal um das MIPS weiß, dass es halt sowas gibt, dann möchte man es natürlich auch haben. Und ich denke halt, so der Aufpreis von 20 bis 30 Euro für einen Helm, der das dann hätte, der ist halt irgendwo dann schon gerechtfertigt. Und das werde ich das nächste Mal halt auch auf jeden Fall investieren. Das wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Und falls ihr weitere Fragen habt, Wünsche oder sonstiges Feedback, dann lasst das natürlich einfach in den Kommentaren einmal hier unter dem Video da. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch natürlich immer eine sturzfreie Fahrt und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut!